Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Triedbacher, Mr. T Energy. Wir sind directly schon dabei beim Sport und derjenige, der jetzt frisch zugeschaltet hat, Freunde, es geht hier um Unternehmer, Führungskräfte, um Selbstständige, die natürlich gerne an ihrer Performance arbeiten, an ihrer körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit, denn jeder weiß heute, nur wer auf der kompletten Bühne abliefert, wird letztendlich dauerhaft erfolgreich sein. Nur wer sich auch mit den Themen Gesundheit, zum Thema Ernährung, zum Thema Bewegung, Sport, Schlaf und Achtsamkeit auseinandersetzt, wird langfristig Erfolg haben. Denn was gibt es Schlimmeres, wenn wir an unserem Performance arbeiten, beziehungsweise an unserer Leistung arbeiten, einfach nur im Businessbereich, ohne Rücksicht auf Körper, ohne Rücksicht auf Geist, ohne Rücksicht auf unseren Körper, ohne auf unser Gewicht, unsere Gesundheit. Was passiert den meisten Menschen? Die meisten Menschen, die da arbeiten, die werden 45, 50 und was haben sie? Bluthochdruck, zu hohen Cholesterinwert, teilweise eine ultra schlechte Fitness, eine schlechte Körpersprache, ein bescheidenes Charisma, weil sie genau diesen wichtigsten Aspekt nicht berücksichtigt haben. Denn wir verkaufen alle, wir verkaufen unseren Kindern, unserer Frau, unseren Mitarbeitern, unseren Kunden. Und wenn da die Körpersprache, die Aussprache nicht stimmt, dann haben wir ein Manko. Wir können bei weitem nicht diesen Erfolg feiern, den wir eigentlich feiern könnten, wenn wir uns genau um diesen Bereich kümmern. Und deswegen seid ihr hier bei diesem Kanal gelandet. Wenn ihr zum Thema Ernährung noch nichts gehört habt, dann schaut euch erstmal die ersten 10 Videos an, noch zusätzlich von der Ernährung. Und geht dann Stück für Stück vor und bitte denkt daran, immer dann, wenn ihr ein Kapitel angeschaut habt, schreibt euch auf, was ihr ändern könntet. Gleich mal die To-Dos aufschreiben. Und und heute sind wir beim ersten Teil zum Thema Sport, nächstes Kapitel. Die Grundeinführung habt ihr hoffentlich gesehen zum Thema Bewegung, warum wir uns bewegen sollen, welcher Hintergrund. Und heute sind wir dabei zu gucken, warum Sport und vor allem warum Ausdauer. Heute geht es um das Thema Ausdauersport. Warum geht es ums Thema Ausdauersport? Das sagt der Name schon. Schaut mal, wenn ein Mensch es schafft, mit dem Mountainbike eine Stunde intensiv zu fahren, hat eine gute Ausdauer. Auch noch den Berg hoch, wo er ordentlich treten muss, hat er eine gute Ausdauer, eine bessere Ausdauer für die, wie diejenigen, die das nicht tut. Wenn jemand 6, 7 Kilometer oder 4, 5 am Anfang, danach 6, 7 bis zu 10 Kilometer laufen gehen kann, dann hat er eine relativ gute Ausdauer. Wenn jemand rudern kann, auf dem Wasser eine halbe Stunde intensiv mit Schweiß, dann hat er eine gute Ausdauer. Wenn jemand regelmäßig Tennis spielen geht, klettern geht, eine Stunde, eine intensive Stunde, dann hat er eine, mit großer Wahrscheinlichkeit eine relativ gute Ausdauer. Und wie ist es, wenn so ein Mensch sich vornimmt, immer eine Stunde Ausdauersport zu machen? Dann schafft er die Stunde auch, dann hat er eine gute Ausdauer. Und genau das gleiche gilt auch fürs Business. Denn Menschen, die Sport betreiben, Ausdauersport regelmäßig betreiben, die haben auch im Business eine bessere Ausdauer. Die bleiben länger am Ball, die sind belastungsfähiger. Deswegen macht Ausdauersport Sinn. Einmal aus diesem Aspekt heraus, aus dem Leistungsaspekt heraus. Wenn ich mir vornehme 5 Kilometer, ich laufe 5 Kilometer, geht es nach dem 4. Kilometer los, da wird es schon eng. Dann kämpfe ich mich durch bis zum 5. Kilometer. Manche Menschen nehmen sich 8 Kilometer vor und beim 6. Kilometer wird es an. Sie beißen sich durch, sie kämpfen sich durch. Und das sind auch die Menschen, die im Business das Gleiche machen. Die haben Ausdauer, die haben Power. Und genau diese Ausdauer und diese Power, die setzen sie natürlich auch im Business ein und somit sind sie da leistungsfähig. Und wer leistungsfähig ist, muss weniger Angst haben. Wer weniger Angst hat, hat mehr Performance, mehr Leistung. Dazu kommt, dass der Ausdauersport natürlich auch noch einen Ausgleich darstellt für uns. Schaut mal, wir haben den ganzen Tag immer Szenarien, Belastungsszenarien. Das heißt Szenarien, wo wir Kundengespräche haben, intensive Kundengespräche haben, wo wir zum Teil schwierige Verhandlungsgespräche haben, wo unser Körper gefordert ist, unser Geist gefordert ist, weil wir hoch aufmerksam sein müssen. Und da ist wichtig, dass wir eine sportliche Performance mitbringen. Und der Ausdauersport, der sorgt dafür. Zusätzlich ist es so, dass natürlich auch in unserem Körper Hormone entstehen, und zwar Stresshormone. Das ist ja die große Herausforderung heute bei Performern, dass die meisten Performer Bluthochdruck haben. Dass die meisten Performer unter innerer Unruhe leiden, dass viele Performer gar nicht mehr schlafen können, nicht mehr richtig einschlafen, nicht mehr durchschlafen können, dass sie ständig innerliche Unruhe haben.
Woran liegt das? Das kann auch daran liegen, dass ein Ungleichgewicht der Hormone vorhanden ist. Dass wir viel zu viel Aktivierungshormone haben, viel zu viel Adrenalin, Noradrenalin, was in unserer Nebennierenrinde produziert wird, und dass wir zu wenig Wohlfühl-Ausgleichshormone haben. Wir haben auch einen zu hohen Cortisolspiegel, Stresshormonspiegel. Warum? Weil es vielleicht nicht natürlich ist, 12 Stunden hardcore zu arbeiten, 60 Stunden in der Woche. Weil der Körper dann auch natürlich Hilfe ruft. Menschen, die sich regelmäßig mit Ausdauer beschäftigen, die haben eine größere Ausdauer, die sind leistungsfähiger, die halten länger durch und die schaffen auch einen Ausgleich zwischen Anspannungs-, Aktivierungshormonen und Entspannungshormonen. Das ist nachgewiesen. Jeder, der laufen geht, hat nach dem Laufen diesen High-Effekt, diesen Laufeffekt, sich wohlzufühlen, weil ein Ausgleich der Hormone, Stresshormone ist runtergefahren. Es war ein Flucht- und Schutzverhalten. Er ist geflüchtet, er ist gelaufen, Flucht- und Schutzverhalten. Cortisolwert geht runter, Adrenalin geht runter und jetzt hat Dopamin und Serotonin eine Chance. Die Leute schlafen auf einmal abends wieder besser. Natürlich aufpassen. Viele fangen an, machen viel zu viel. Dann dreht sich das Ganze um. Das muss schon so, dass es individuell gestaltet ist. Also nicht einfach sagen, jetzt gehen wir einfach mal laufen, jetzt gehen wir einfach mal rennen. Vorsicht, wenn man schon seit Jahren nicht mehr gelaufen ist, dann sollte man wissen, was man tut. Denn die Dosierung macht das Gift. Aber Laufen hat krasse Vorteile. Ausdauersport, ob es jetzt wirklich Laufen ist, ob es Fahrradfahren ist, ob es Schwimmen ist. Jeder solle das machen, was ihm gut tut. Der Personal Trainer ist da, so wie ich, zu sagen, was ist für dich gut? Was wäre für dich gut? Weil jeder hat unterschiedliche Voraussetzungen und die sollte man auch immer wieder individuell berücksichtigen. Manche meiner Coaches machen Seilspringen. Da würde ich andere mit umbringen. Das ist eine Entscheidung, die man gemeinsam trifft, wo man guckt, was kann derjenige, was ist für ihn gut? Welche Art von Ausdauersport ist für ihn gut? Wie häufig sollte der Ausdauersport betrieben werden? In welcher Herzfrequenz sollte der Ausdauersport betrieben werden? Das sind alles wichtige Informationen, die liefert der Coach. Nur eins ist 100% sicher. Bewegung, Ausdauersport ist ein perfekter Sport für ein starkes Herz, für eine gute Ausdauer im Business, wenn es darum geht, langem Atem zu haben. Ist auch ein guter Sport, um den Ausgleich zu finden, um innere Ruhe zu finden. Also ein wunderbarer Sport, den jeder bis zu einem gewissen Ausmaß einbauen sollte. Vor allem hier gibt es keine Ausrede. Ja, ich hatte aber keine Zeit, ins Fitnessstudio zu fahren. Ich brauche kein Fitnessstudio zum Laufen. Das kann man draußen machen. Mountainbike nehmen, raus. Seilspringen auf dem Balkon, raus. Ruder, wenn man Ruderergometer hat, draufsitzen, loslegen. Crosstrainer, draufstehen, loslegen. Ergometer, draufsitzen, loslegen. Gibt so viele Möglichkeiten. Gibt es zig verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist, wir tun es. Wir machen diesen Ausdauersport. Die Menge und wie oft pro Woche, vor allem am Anfang, wie viel soll man am Anfang machen, wie viel soll man nach 3-4 Wochen machen, wie viel soll man nach 8-10 Wochen machen, welche Herzfrequenz, sind alles Dinge, die der Trainer machen soll. Denn dafür solltest du dir keine Zeit verschwenden, denn du verdienst dein Geld ganz woanders. Du bist in deinem Business gut und da sollten wir wie die Asiaten agieren und sagen, tu du das, was du kannst und lass die anderen das tun, was sie können. Dann sparst du dir einen Haufen Zeit und du wirst schneller viel erfolgreicher werden. So, Freunde, das waren die ersten Infos zum Austauschsport. Ja, viele gute Infos. Und jetzt sagst du aber, Andreas, ja, schön. Und jetzt? Jetzt möchte ich aber ins Tun kommen. Jetzt weiß ich, dass ich es tun soll. Jetzt weiß ich, dass es gut ist. Ich weiß auch, für was alles gut ist. Ja, aber wer sagt mir, was ich tun soll? Wer hilft mir dabei? Denn ich habe alles, aber keine Zeit, meine Informationen für mich selbst einzuholen. Dann hast du jetzt die Chance. Directly, heute, jetzt. Andreas-Trienbacher.com. Da gehst du drauf und dann vereinbarst du deinen ersten kostenfreien Beratungstermin. Der kostet dich keinen Cent und dann kriegst du erklärt, welche Strategien für dich gut sind, welche Maßnahmen dich an dein Ziel führen, welche Maßnahmen dafür sorgen, dass du deine Performance im Geschäftsleben und im Privatleben steigerst, dass du noch besser wirst, dass du in die nächste Kategorie schlüpfst, dass du die nächste Stufe erreichst. Das kriegst du direkt mitgeteilt. Und ich freue mich auf dich. Also jetzt Andreas-Trienbacher.com, Termin vereinbaren und in Kürze reden wir eine Stunde kostenfrei. Ich danke dir, viel Spaß bei allem, was du tust und ja, in Kürze geht es weiter mit dem nächsten Kapitel zum Thema Bewegung. Ich freue mich und das nächste Kapitel ist
Kraftsport. Auch ein sehr, sehr, sehr wichtiger Aspekt. Bitte nicht vergessen. Bleibt dran, schaltet ein. Wenn ihr Fragen habt, in die Bemerkung rein damit. Ich beantworte sie euch sehr, sehr gern. Dankeschön. Hier war Andreas Triembacher. Mr. T Energy.